Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit den üblichen Verdächtigen. Hallo. Eckstein, alten Faschen. So, und ja, ich habe mir jetzt ein wunderschönes Outfit sogar noch zugelegt hier. Mal kurz einmal aufstehen hier. Tada! Gab's ja schön free. Quakecon ruft. Eine Ode an Bild. Und jetzt hauen wir hier ein bisschen die Werkstatt um. Bevor mir hier gleich alles wieder weg ist. Können wir mit der Einnahme dann danach auch gleich durchgehen. Oh. Du siehst mich nicht. Oder doch? Nein. Ihr seht mich alle nicht. Nee, ich bin ja auch nicht in deiner Nähe. Nee, ich rede hier mit meinen Brüdern. Ach so, diesen komischen Turtle-Köppen. Genau. Die schießen zwar in meine Richtung, sehen mich aber noch nicht zum Glück. Denn ich bin das schwarze Schaf der Familie. Der war schlecht. Also da kam mir ja leicht so ein bisschen Mageninhalt nach oben. So, töte eine. Wir haben sehr steil angeflogen. Töte eine leuchtende Kreatur abgeschlossen. Jawohl. So, tägliche Challenge haben wir auch schon mal. Das gibt dann auch gleich. Ach nee, Bohne gibt's noch nicht. Mir fehlen noch 25. So ein Mist. So, dann nehmen wir das Ding jetzt einmal ein und dann können wir jetzt einmal durchgehen, was wir heute Schönes noch haben. Nämlich, schließe ein Event ab, während du in einer Gruppe bist. Trinke Nuka-Cola dreimal. Erreiche eine höhere Stufe. Stelle eine Power-Rüstungsteil her oder verwerte es. Goldsternchen. Töte Grubenhauer fünfmal und kaufe oder verkaufe von einem Spieler. Ansonsten, Events fehlen mir noch zwei. Stufe fehlt mir noch eine. Beanspruch Werkstatt ist gerade abgeschlossen. Und gab gerade Punkte und Baumaterial. Da fehlt noch einiges, aber da hat man ja noch Zeit. So, Herr Kapern, hier war jetzt den Bull Turtle und schreddern seine Rüstung. Nee, nicht mich schreddern. Nee, nur deine Rüstung nicht. Nee, aber dann schredderst du mein Herz. Sonst? Du kannst doch nicht einfach so mein Herz schreddern. Ey, du, deine Frau wollte gar nicht anfassen, ja? Ja, das ist ja mein zweites Herz. Ah, was bist du für ein komischer Mutant? Ich bin ein Super Bull Turtle. Ich bin Bull Out. Mich gibt's auch als Droge. Jetzt erhältlich. In der kinderfreundlichen Mehrfachung. So, ist jetzt die Frage, warte ich jetzt hier oder hau ich jetzt hier nochmal ein kurz irgendwo was? Ach, der Bote. Schon wieder der Bote? Nee, komm, ich hol mir jetzt schon mal meine Funkvakuumröhren. Das durfte ich zeitlich schaffen. Na denn, zack, zack. Ja, ich bin da schon dabei. Königin der Jagd. Schnell. Und danke, wer auch immer gekauft hat. Habe ich jetzt gerade nicht richtig gesehen. Entschuldigung. Okay, danke schön, Maus. Ich wollte gerade sagen, wir beten Außenseiterwand nicht. Hätte ja auch Mogwai gewesen sein können. Ja. Stimmt ja, die gibt's ja auch noch. Ja. Bloß du siehst jetzt seine Animation nicht, weil du nicht in unserer Gruppe bist. Ja, ich konnte den Billy nicht alleine lassen. Ja, aber jetzt sehen wir auch Billys Animation nicht, falls er welche macht. Nee, der ist gerade still. So, jetzt muss ich mal gucken. Kaputte brauche ich. Give me kaputt. Tö. Das waren ja jetzt sehr gute Watztreffer. Nicht. Hä? Warum kann ich die nicht... Ah, ich hab sie. Ich hab die kaputte. Siehst du, Verteidigung ist immer noch nicht da. Ich bin sogar noch schneller. Ja komm, dann gebe ich das Ganze ab oder... Warte, nee, halt. Hier hinten war ja noch Sendereichweite. Dann holen wir uns noch die Wasserknochensäge. Boah, hab ich da nie irgendwas von gehört? Du wolltest halt eine Questen machen? Nur drei Questen. Also die drei Standard-Questen hier, die Staatsanleihen geben. Sonst mache ich heute keine Questen. Ah ja.
Die habe ich ja gestern extra noch alle durchgezogen, sogar mit fetter Überlänge. Ich erinnere dich gestern nur an die Katze. Ja. An die Muschitatze. Der hat Muschisorte. Oh, Grubenhauer haben wir ja auch gleich. Wunderbar. Mensch, das läuft doch hier richtig gut. Das läuft doch schon fast wieder wie geskriptet. So, Bocktown hole ich mir gleich. Brauch nur noch einen Grubi. Wilde Mischlinge, ja, gut. So, jetzt haben wir auch die Grubis fertig. Dann gehen wir zurück zum Event. Es ist heute ein Hin- und Hergeporter, ey. Wahnsinn. Ja, tut mir leid, liebe Zuschauer. Heute haben wir einen Ladebildschirm. Die haben wir meistens. Wenn ich irgendwas auf die Schnelle machen muss, dann muss ich viel porten. Geht halt nicht anders. Und herzlich willkommen in unserem wunderschönen Ladebildschirm. Yay! Ladescreen-Simulator. Fällt mir dazu ein. Oh, hör mir auf, wo ich noch PlayStation gespielt habe mit der normalen HDD, die eingebaut ist. Alter. Lieber gelaufen als zu porten. Ah, ich denke, aber ich genauso schnell. Okay. Wauwi, komm raus da, ich höre dich doch. Nicht knurren. Also, falls unter den Zuschauern ein paar Konsolenspieler sind, überlegt euch ganz gut auf eine SSD aufzurüsten. Das macht ganz, ganz geiles Spielfeeling. Nicht nur für Fallout. Ja, aber ist das nicht prinzipiell auch bei PC so? Auf PC bist du mit einer SSD ja eigentlich auch immer schneller als mit einer HDD. Egal welches Spiel. Ja, bei den Konsolenspielen, naja, die werden ja prinzipiell als gestempelt. Sind sie ja jetzt auch nicht. Ja, genauso wenig wie alle B-Spiele intelligent sind. Ja, und es gibt welche, die trauen sich da einfach nicht ran. Und ich muss dazu sagen, da gibt es ganz geile externe Alternativen. Da kriegt ihr auch wirklich ein paar Sekunden mehr von eurem Spiel mit. Und nicht nur den Ladebildschirm. Sonne. Aber es gibt auch Leute, die interessieren sich dafür gar nicht. Dann haben sie halt Ladebildschirme. Ja, ich wollte ja nur einen freundlichen Hinweis geben. Weiß ich Mensch. Doch. Ist alles gut. Also, ich bin halt aber kein Konsolenspieler. Ich bin halt immer. Ich werde auch wohl wahrscheinlich immer PC-Spieler bleiben. Wir haben zwar auch Konsolen hier, aber kannst ja mal Mausi fragen. Ich halte mich davon eher fern. Ja, stimmt. Bin ja schon wieder hin und her gerissen, mir die PlayStation 5 zu holen. Aber auch nur wegen einem gewissen Titel. Und da hatte der Vorgänger geschafft, morgen auf Steam. Obwohl der eigentlich hieß, der ist PlayStation exklusiv. Ich will jetzt keine Werbung zu machen, etc. nicht. Ja. Aber allein wegen diesem Titel überlegen mir die PlayStation 5. Auch wenn sie aussieht wie ein Raum, ach, wie ein Luftleuchter. Ja, also designtechnisch, ja, also farblich cool, ja. Designtechnisch, nee. Ja, aber ich glaube, bei mir liegt das eher so daran, die Abneigung an Konsole ist die Controller. Ich bin mit Maus und Tastatur aufgewachsen. Ganz ehrlich, da ich ja von Konsole hier auf PC wegen 76 da gewechselt bin, ich spiele gerade die ganze Zeit mit Kontra. Weil ich habe eine Abneigung über die Tastatur. Ja, die habe ich schon bei Fallout 4 gehabt. Bei mir ist es grundsätzlich so. Allein für das Menü. Ah, ich krieg jeden Fall. Boah, da habe ich mich mittlerweile so krass dran gewöhnt, dass es mich schon gar nicht mehr stört. Naja, da ist es wieder. Du bist dran gewöhnt, ich kann Controller gewöhnen. Ja, ja. Deswegen ist so bei mir Controller immer eher so, wenn ich. Ich hab zwar auch für einen PC einen Controller, ist kein Ding. Hab ich da. Bloß den benutze ich so selten, der staubt permanent zu.
Den mache ich nur mal kurz sauber. Außer und das war's. Ein, ein einziges Spiel, da habe ich kapituliert. Da habe ich den Controller nicht drauf programmiert gekriegt. Das war Arma 3. Du hast ja außen Tasten für irgendwelche Funktionen und Tasten gesehen. Nee, da habe ich kapituliert. Wie gesagt, nie ohne mich. Sag mal, wo ist denn der letzte Misch? Ach, da hinten. Der ist ja schon wieder da reingerannt. So. Event fertig. Hey, er ist fertig. Nee, wir haben noch 10 Minuten. Ich habe ja nie gesagt, dass die Folge fertig ist. Ich habe mich gefreut, dass du fertig bist. So, dann haben wir auch das schon verklebt und verkleistert. Was muss ich fotografieren? Das muss ich fotografieren. Fotografieren. Nee, fotografieren. Gott. Hier ist Babysprache für mich. Ja, hier ist Babysprache an Tagesordnung. Sonst gehe ich wieder Flümchen pflücken. Könnte heute ein bisschen knapp werden. Da ist sogar ein leuchtender Meierlurk. Der leuchtet Dünen. Gott. Jetzt so richtig schön mit Absicht machen, damit es mir ja den Nerv raubt. Wo kann ich nochmal mein Kündigungsschreiben hinschicken? Bullturtle@web.de. Das ist doch eine Falle. Nein, das ist keine Falle. Warum sollte das eine Falle sein? Ja, da muss ich doch mit meiner Seele unterschreiben und so was. Ne, die habe ich ja schon. Damit kannst du nicht mehr unterschreiben. Ja, nee, war, die hat schon im Alkohol geopfert. Ja, und dein Alkohol hat's mir gegeben, deswegen bist du hier. zum Glück kannst du gerade meinen entsetzten Gesichtsausdruck nicht sehen. Man gewöhnt sich daran, ohne Seele zu leben. Man gewöhnt sich dran. Das mache ich schon seit meinem 16. Lebensjahr. Siehst du, dann müsstest du es ja wissen, wie das geht. Seele, was ist denn das? Kann ich mit Ex-Mikro für Krieg geht umsonst? Die ganzen Fremden machen mich nervös. Wort, du machst mich nervös. Je schnell du hast. Tut mir. Ich muss. So, gib mal her hier. Wunderbar. Alles klar. So, achso, stimmt, die Nuka. Hilf, Sherry. Sag mal, wolltest du Rapper werden oder was wird das? Wieso Rapper? Ja. Nuka! Das war der Remix, so. Kann man bitte in einen DJ feuern, der spielt schon wieder Scheiße. Ach nee, Entschuldigung, sag mal nicht. Kann es sein, dass du genauso viel Blödsinn laberst wie ich, wenn ich glücklich bin? Ja. Also wenn du zu glücklich bist, dann laberst du auch Bullshit, ja? Ja. Ich habe Internet. Du hast es doch schon quasi mit dem Bullshit beantwortet. Bullshit. Ja. Merkst du was? Ja. Gut, dann brauche ich da jetzt nicht weiter drauf gehen. Nö. Das ist einer der Nebeneffekte von Bullout. Du laberst Bullshit. Oh Mann, ey. Puh. Ich fang schon wieder an zu heulen. Heul doch. So, warte mal. Ach komm, ich stell jetzt eine Power-Rüstung her. Ich bin jetzt zu blöd. Mir ist mir. Doch mal zurückspulen. Es ist mir gerade zu blöd. zu weit wieder vorwärts.
Nicht, dass wir wieder am Anfang der Folge sind. Ja, und herzlich willkommen zurück nach Malachi. 15 Minuten vorgespult, okay. Wie sauber. Kugelhorde. Hat mich gerade angeboomt, pupst. So, einmal hier durchrennen und dann gucken wir mal. Proletariat. Hops. Jetzt muss ich ja irgendeine Power-Rüstung erstmal hinstellen. Ah, muss ich nur aufpassen, dass ich meine Bagger jetzt nicht mache. So, dann wollen wir mal gucken. Was bauen wir denn Schönes? So eine Raider, die müsste doch günstig sein, oder? Ja, passt. Kann ein Ärmchen oder ein Helmchen bauen. Oh mein Gott, Bull, der Baumeister. Können wir das versauen? Ja, wir versauen es. So, jetzt habe ich zweimal den Helm drauf. Oder zweimal gemacht. Dann einmal Kleidung. Nein. Der soll da wieder drauf. Dann muss ich hier einmal. Scanne nach konterrevolutionären Werten. Mehrere Treffer. So. Wunderbar. Dann einmal rin hier ins Geäckt. Und dann können wir noch kurz ein wenig Blei sammeln. Noch ein bisschen Zeit habe ich ja. Düsen wir nochmal durch. Minuten sind immer so kurz. Oh. Einmal Fahrstuhl fahren. So windig hier oben. Das ist einfach deine Mähne im Wind flattern. Ja, lass ich. Ich dachte schon, er hat den Hosenstall offen gelassen. Nee, dann klopft die mir wieder was unten gegen der Rüstung. Gehst du noch. Ja, die klopfen halt gerne. Mach dann aber Bong Bong. Was? Ein Kommentar. Warum nicht? Nee, ich bleib bei nie. Okay. Ich bei ja. Verdammter Ja-Sager. Ja. Weiko. So. Aber wie hast du deinen Männer nur erzogen? Mausi, du hast mich erzogen? Eigentlich war es umgekehrt. Ich dachte, ich hab dich ausgezogen, aber naja, okay, gut. Ja, das auch. Während ich, dich erzogen habe, hast du mich ausgezogen. Eben. So, dann nochmal schnell ins Hohl hier. Komm, dann nehmen wir jetzt aber auch mal. Obwohl er schon mal ins glückliche Loch tauchen. Ja, ins glückliche Loch. Oh, Mottenmann! Mottenmann! Fackel! Ab! Und weg mit dir! Heiliger Mottenmann! Ich ja? Dir. Was? Es gibt glückliche Löcher? Ja. Na, Lucky Hole. Lucky Hole. Achso. Glückliche Loch. Denke ich schon wieder zu kompliziert, ja? Ja. Yeah. Man könnte auch sagen, Boah, dann macht man mal keine versaute Anspielung, dann kommt so was. Ey, nee. Lebt damit! Muss ich ja! Er wird ja gezogen. Das wirst du auch noch erzogen. Aha, Mausi erzieht also Shori. Das will ich sehen. Das will ich sehen. Ich nehme mir schon mal Popcorn, ja? Schwer therapierbar, das wird nicht. Ich will mal meine Neunschwänzige aus meiner Tasche, ja? That's what she said. Oh, ich dachte ja, ich bin sexualethisch desorientiert, aber hallo? Ich
Ich gehe in das göttliche Licht. Keine Sorge, ich werde dich schon wieder zurechtbiegen. Ja. Ich halte mich mal raus, ja? Ich höre euch einfach nur zu. Einmal pöbelt denn hier schon wieder? Niemand. Hier pöbelt keiner. Doch, der Verbrannte. Das Licht. Ist heiliger Mann. Ich bereue nicht. Ich mag den neuen Flammenwerfer. Hin zum Licht. Meinst du nicht etwa den, den dir Billy offeriert hat? Doch. Genauso wie die Minigun, die auch von Billy war, die er dann Mike gegeben hat. Und also, den Getting Laser, den ich von Mike hab. Bulthörte wurde ausgestattet von B. Dein Lieferant im Ödland. Heiliger Mann, bezeug mir, wie ich meinen Mann weiß. Ich glaube, gegen Product Placement hast du jetzt wohl eine Stelle zu wenden. Nee, kann ich leider nicht. Weil es leider der Wahrheit entspricht. Das ist ein würdiger Tod. Aber man kann wenigstens sagen, ich hab's für bare Münze gekauft. Ich hab's ja nicht als Geschenk angenommen. Aber ich müsste bald mal auf Gewehre umrüsten, dann kann ich Mausi Schwarzpulvergewehr mal benutzen. Das musste ich ja annehmen. Was dazu sagst du nicht, Schatz? Mottenmann erhört. Guck einfach rüber. Was? Guck einfach rüber. Böse, warum guckst du mich böse an? Ist nur nett gemeint, ja? Ja, ich hab's ja auch angenommen. Hab ich angenommen. Sie ist immer noch als Zwang. Es war der Zwang, aber ich. Meine Geschenke sind Zwang, aha. Ich erinnere dich jetzt nur mal an Weihnachten. Dein Geburtstag. Generell. Wenn ich dir was schenke, war es alles Zwang, ja? Ja. Ja, anscheinend schon. Mal, es ist ein Zwang der Gesellschaft, dass man anderen Leuten was schenken muss. Scheiß Kommerzkacke. Ach Mann, ich hab's schon wieder gefühlt. Weggießen. Da merkt man mal, wie viel man eigentlich flucht, ne, wenn man drauf achten muss. Ich hab's mir zum Glück abgewöhnt. Ja, ja, ne? Zuckerstangenlutscher. Ja, dann kommen da so eine lustige Dinger wie Bumsknödel oder Zuckerlutscher. Das sind ja keine Beleidigungen. Ja, Zucker lutscht doch jeder gern. Also, süß. Also ich nehme Rohrzucker und der wird den Rum übermacht. Meinen Platz einnehmen. Dann ich ja schon wieder nehmen. Gib Blei, gib, gib, gib. Blei, brauch mehr. Nee, wir produzieren nur bleifrei. Nee, aber ich brauch Blei. Bleifrei kann ich mir nicht leisten. NME10. Mensch. Und wo finde ich das denn, Fallout? Und kann ich da mit Munition machen? Ich denk mal Brennstoff bestimmt. Zum göttlichen Licht. Ja, Brennstoff, aber Brennstoff wollte ich ja nicht machen. Ich wollte ja mich ein bisschen noch vorbereiten fürs kolossale Event. Wird denn irgendwann 2025 kommt? Du, wenn das jetzt morgen kommt, dann sitze ich wirklich da und muss sagen, nee, kann ich spielen, muss erstmal Blei machen. Weil ich habe die letzten Bleireserven habe ich total in Munition und dann auch nur Gatling Laser und ja, das hat gut gezogen, sagen wir es so. Hat zwar auch übel Spaß gemacht, die paar Folgen damit rumzuspielen, aber naja, keine Muni mehr. Ui. Genau so habe ich dann gedacht. Wie der Kopf sich gerade vom Supermutant gedreht hat, so immer mehrfach um die eigene Achse. Ui, ui, ui. Wie eine komische Lied, die ist in my head irgendwie. In my head? Sagt mir jetzt nichts.
Erstens, ich kann nicht singen. Zweitens, ich will nicht vorträgern, weil sonst kommt die GEMA. Ich hab dir schon mal gesagt, gegen Eigenkomposition, wenn du was singst hier oder nachsummst, hat das nichts mit GEMA zu tun. Ah. Weil ich denk mal nicht, dass du die Tonhöhen direkt so treffen könntest. Also brauche ich auch dafür nichts. Ja, dann bleib ich eben bei meiner Aussage, ich kann nicht singen. So ein Pech war. Mal flüchten deine Abonnenten noch. Oh du, die haben mich schon summen hören, also noch sind ein paar da. Einer. Nein, ich habe nur noch einen Abonnent, weil ich angefangen habe zu summen. Aua. Das hat mir wehgetan. Ja, mir das, das passiert, wenn du singst. Dann tun sich Leute weh. Ja, dann ja, weinen die plötzlich rotes Blut. Was? Zum Glück war diesmal bloß Bull, der sich wehgetan hat. Yeah. Ja. Stell dir mal die ganzen Schadensersatzklagen vor. Die könnte ich nicht bezahlen, dann bin ich pleite. Also großzügig ist ja YouTube nun ohne, ja? Also, hör auf zu singen. Ich kann halt auch noch nicht mal Schädel oder so liegen lassen, ey. Alles, was in E-Reichweite kommt, muss gelootet werden. Nicht sterben. Ich glaube, ich kriege schon wieder eine Erkältung. Kratzt auch schon wieder die ganze Zeit im Hals. Bleib mir fern, du böser Geist. Nä. Glaube ich auch. Ich glaube, ich schlafe heute auf der Couch. Um Gottes Willen. Kann ich nicht haben. Hab mich dagegen geimpft. Was wolltest du gerade sagen? Ich glaube, ich schlafe heute Abend auf der Couch. Ja. Was? Ich höre dich so schlecht. Ich schlafe heute. Ja, was? Ich schlafe. Ich glaube, dein Herz allerliebste möchte das gerne schriftlich haben. Okay, dann kriegst du es nachher schriftlich. Ja, und dann kriegst du eins auf den Eumel, weil du dann nicht auf der Couch schläfst. Ah, okay. Dann kann ich wieder nicht schlafen. Was soll ich denn machen? Hey, bleib ganz ruhig. Ich musste dich gerade schon durch zwei Mikros hören. Entschuldigung. Ja, man gewöhnt sich daran, wenn was etwas neben einem steht, was dann anfängt zu schnarchen und dann ja, man kann dann immer so schön einschlafen. Ah ja, okay. 10 Jahre später, ey, du schnarchst so laut. Die sterben. Sterb leise. Nö. Und außerdem fehlt es einem, wenn da nichts liegt, um was man sich reinkuscheln kann. In was man sich reinkuscheln kann? Schlitzel den Arm hier hoch. Ich hab jetzt gerade diese eine Szene aus Star Wars im Kopf, wo viel getötet wird, damit Skywalker hier nicht stirbt. Nee, so wird das leider nicht ablaufen. Das ist eher so, sie gräbt sich zwischen Kissen und mir ein und nimmt mich dann sozusagen, weil ich ja immer auf der Seite liege, sozusagen als Deckel. Und legt dann sozusagen mich oben auf sie drauf. Das ist reinkrauchen. So, dass ich sie am besten richtig zerquetsche. Oh, ich frage mich gerade eher, klingt das wie Wrestling oder bleibe ich doch bei meiner Boss-Aussage? Kommt denn hier immer diese Maulwurfsratte her? So, aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt schon wieder ein bisschen zu lang gemacht. Aber ist halt auch nötig. Deswegen machen wir jetzt hier einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.